Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Ja, da ich gesundheitlich immer noch etwas angeschlagen bin und nicht wirklich großartig Lust habe, mir jetzt Brötchen aufzubacken und zu beschmieren und zu machen und zu tun und den Tisch zu decken, habe ich mir gedacht, ich mache heute einfach mal ein Porridge, weil das einfach schnell und einfach geht, kommt in einen Topf und dann ist gut. Und ich wollte euch natürlich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar brauchen wir da 250 Gramm Milch. Und dann habe ich mir gedacht, weil meine Bananen weg müssen, mache ich mir einfach einen Bananenporridge. Gib da ein paar Stücke Bananen mit dazu. Also ich habe jetzt zwei kleine, ihr könnt auch eine große nehmen oder zwei große, das bleibt völlig euch überlassen. Dann gebe ich da rein eine ordentliche Prise Zimt. Und dann gebe ich noch mal 20 Gramm Zucker mit X dazu. Und einfach nach Lust und Laune, wie ihr mögt. Ich nehme meistens einen Teelöffel Chiasamen, weil ich auf die Chiasamen wirklich stehe. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Da mache ich noch einen Teelöffel dran. So. Dann einmal Deckel drauf. Und dann lasse ich das einfach nur mal ganz kurz ordentlich durchmixen, dass auch die Bananen klein sind, und zwar 3 Sekunden auf Stufe 8. So, nachdem das alles jetzt schön durchgemixt ist, ich guck mal, ja, ich schiebe es lieber nochmal mit dem Spatel runter, weil mir nämlich meine Chiasamen jetzt hier oben hängen. So, und das Ganze wird jetzt 9 Minuten. 90 Grad, Rührlöffelstufe, gerührt. Und wenn das Ganze fertig ist, zeige ich euch natürlich das Ergebnis. Jetzt läuft das Ganze noch 22 Sekunden. Ich muss mal gucken, ob der mir so von der Festigkeit her reicht. Ich mag es schon relativ weich, sehr, sehr gern. Und deswegen gucke ich mal, ob das so passt. Ansonsten stelle ich den einfach noch mal ein paar Minuten an. So, jetzt kommt die Abkühlzeit von den 8 Sekunden und dann können wir reingucken. Ne, ist perfekt geworden. Richtig schön, richtig schön auf Brei, so wie es sein soll. Ich habe mir jetzt mein Porridge in eine Schüssel gefüllt. Ihr seht, die Konsistenz ist wirklich mega klasse. Und ich gebe mir jetzt einfach noch ein bisschen Kakao zur Deko und drüber, weil so ein Porridge sieht ja doch nicht immer sehr ansehnlich aus. Es ist nun mal einfach gematscht, aber es schmeckt dafür sehr, sehr lecker. So, meine Lieben, das ist jetzt mein Porridge. So schaut das aus, mein Bananenporridge mit ein bisschen Kakao. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Perfekt. Also die Konsistenz ist wirklich perfekt für so ein Porridge. Genial. Und der Bananengeschmack kommt gut durch, aber auch der Zimtgeschmack kommt richtig schön durch. Sehr, sehr lecker. So, meine Lieben, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zu meinem Porridge gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!